Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir ein bisschen was mit Enums machen. Enum ist kurz für Enumeration, das heißt Aufzählung. Aufzählungen sind also durchaus möglich und beschränken sich nicht irgendwie auf Arrays oder sowas, sondern man kann tatsächlich einen eigenen Typ sozusagen erstellen, nur für solche Aufzählungen. Und das ist sehr hilfreich, weil man dadurch Lesbarkeit reinbringt in den Code und man dadurch auch automatisch irgendwie sagen kann, okay, kein Problem, ich weiß, um was es hier geht. Ich brauche nicht extra noch einen Kommentar. Ich muss nicht extra noch mit meinem Kollegen, der vielleicht zwei Gebäude weiter sitzt oder sowas, muss ich noch reden, sondern ich weiß, um was es hier geht und kann es sofort benutzen. Also total easy. Normalerweise gibt es für Elums tatsächlich ein eigenes Schlüsselwort. Das nennt sich Enum. Langweilig, ich weiß. Und normalerweise schreibt man dann auch einfach hier irgendwie so einen Typ hin. Also das heißt, wie das ganze Ding dann am Ende heißen soll. Und hier rein kommen dann eben die Möglichkeiten, die man hat, dieses Enum hier zu instanzieren. Also zum Beispiel hoch, runter, links und rechts. So, und jetzt seht ihr hier, ich habe einfach nur wie bei einer normalen Klasse hier die Klammern aufgemacht und innen drin dann einfach nur die einzelnen Werte mit Kommata getrennt. Und das ist es auch tatsächlich schon. So erstellt ihr ein Enum. So, und jetzt könnt ihr hergehen und zum Beispiel sagen, Richtung i ist gleich Richtung Punkt hoch. Fertig. So, und jetzt weiß ich auch schon automatisch, was i hier mir sagen möchte. Und intern ist aber i tatsächlich einfach nichts weiter als ein Integer. Also das ist 0, das ist 1, das ist 2 und das ist 3. Im Prinzip wie bei einem Array durchnummeriert, nur dass die Dinger jetzt eben hier einen Namen haben. Und das ist schon irgendwie cool, aber irgendwie natürlich auch umständlich, möchte man jetzt meinen. Aber es ist tatsächlich sinnvoll, wenn man hier irgendwie sich hier verständigen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine Variable herbekomme über eine Funktion, die von einer komplett anderen Klasse, die ich vielleicht nicht mal selber geschrieben habe, aufgerufen wird, zum Beispiel eine Function Update, das hat man oft bei Spielen zum Beispiel, dass man so eine Function Update hat und dann möchte man jetzt drin berechnen, je nachdem in welche Richtung er läuft, wird eben das Sprite, also das Bild vom von der Figur zum Zocken, wird eben gerade richtig gesetzt. Zum Beispiel, dass er eben jetzt gerade nach oben guckt. Und dann kann man hier einfach sagen, ich kriege eine Richtung mit als Parameter. Zum Beispiel ist natürlich Void hier. Und jetzt kann ich sagen, Richtung sollte vielleicht noch einen Namen kriegen. R vielleicht. Switch R und kann hier sagen Case hoch Bild.set nach oben oder sowas und so weiter und so fort. Also das wäre dann zum Beispiel, dass man den Sprite richtig ausrichtet, sprich, dass der gespielte Charakter dann eben gerade nach oben guckt. Sowas in die Richtung wäre ja durchaus sinnvoll. Das ist so ein kleines anschauliches Beispiel, warum man solche Richtungen immer ganz gerne benutzt oder warum man generell irgendwie gerne Enums benutzt. So weiß ich automatisch schon, um was es hier, sich hier handelt. Wenn ich jetzt hier einfach nur sage int r und dann muss ich natürlich hier irgendwie angeben, r ist Richtung 0 gleich hoch und so weiter und so fort. Das ist schon sehr umständlich. Vor allem muss dann derjenige, der die Funktion aufruft, der wie gesagt nicht unbedingt ihr seid, muss dann einfach sagen, okay, ich muss jetzt hier kurz in den Code reingucken und je nachdem eben den passenden Integer übergeben, je nachdem, was hier gerade für eine Richtung oder was ich für eine Richtung habe. Das heißt, er muss erstmal sich bei euch einlesen, muss das Kommentar finden und so weiter und so fort. Und über das Richtungsenum ist es eigentlich sofort getan. Deswegen, ja, benutzt die Dinger, sie sind wirklich super und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.